بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wir wollen heute insha'Allah ta'ala weitermachen mit unserer Reihe über die Suren des Koran. Und wir sind heute angelangt bei der Sure Nummer 85, und zwar Surat al-Buruj. Wir werden Surat al-Buruj in zwei Teile unterteilen. Und zwar im ersten Teil, das ist der heutige Teil, werden wir uns weniger mit der Sure selbst beschäftigen, als vielmehr mit einer Geschichte, welche hinter dieser Sure steckt. Und im zweiten Teil, kommende Woche wahrscheinlich insha'Allah ta'ala, werden wir uns dann mit den Abschnitten und den Themen, den weiteren Themen dieser Sure auseinandersetzen. Und der Grund hierfür ist, dass die Geschichte, die dahinter steckt, eine sehr lange Geschichte ist, und eine Geschichte, aus der man auch an sich schon sehr, sehr viele Lehren ziehen kann, insha'Allah ta'ala. Wir hatten vor einigen Jahren schon einmal einen Hadith diesbezüglich besprochen gehabt. Ich weiß nicht, ob hier oder woanders, auf jeden Fall hatten wir das in irgendeinem Zusammenhang schon mal gemacht. Ich weiß nicht mehr wo, es war hier gewesen, aber es ist schon etwas länger zurück. Und wir werden heute, insha'Allah ta'ala, noch einmal einen Blick auf diese Geschichte werfen, damit wir auch die Sura an sich und was Allah subhanahu wa ta'ala uns eigentlich mit dieser Sura sagen möchte, besser verstehen können. Weil, und das können wir vorwegnehmen, insha'Allah ta'ala, Surat al-Buruj eine mekkanische Sura ist. Und immer wenn wir mekkanisch hören, dann erinnern wir uns woran, das ist die Zeit, wo die Muslime noch geschwächt gewesen waren. Das ist die Zeit, wo die Muslime noch unterdrückt wurden. Die Zeit, wo sie den Islam teilweise nur im Geheimen predigen konnten. Und wenn sie es öffentlich getan haben und sich öffentlich dazu bekannt haben, verfolgt wurden, unterdrückt wurden, teilweise gefoltert und sogar getötet wurden. Und wenn wir diesen Hintergrund kennen, dann verstehen wir auch, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Sura offenbart hat und warum diese Sura genau in dieser Zeit offenbart wurde und warum trotz alledem diese Sura zeitlos ist, obwohl sie in einem ganz konkreten historischen Kontext offenbart wurde. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil im Grunde genommen macht genau dies auch der Koran immer wieder. Er nimmt Geschichten aus der Menschheitsgeschichte und er macht diese Geschichten zu zeitlosen Geschichten. Er nimmt Ereignisse aus der Zeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie die Schlacht von Badr, die Schlacht von Uhud, andere Ereignisse, und er macht daraus zeitlose Ereignisse. Das ist ganz wichtig. Das heißt, der Koran, er tut etwas, was wir Muslime ebenfalls tun sollten. Der Koran, er zeigt uns im Grunde genommen, wie wir an ihn herantreten sollten. Es gibt immer wieder in unserer heutigen Zeit die Aufrufe, wir müssen den Koran historisch verstehen. Wir müssen ihn der historisch-kritischen Lesart unterwerfen. Das ist immer wieder eine Forderung. Historisch-kritisch für die Jüngeren unter uns. Das heißt, dass ich versuche sozusagen zu gucken, okay, wann wurde eigentlich jetzt dieser Vers offenbart? Ist der eigentlich sozusagen dann auch noch heute gültig oder nicht? Und das muss ja noch kritisch untersuchen. Ja, wir haben ja ganz unterschiedliche hier Alter unter uns hier, Altersstufen. Deswegen muss ich das auch teilweise berücksichtigen. Es kommt immer diese Forderung. Der Koran muss historisch kritisch gelesen werden. Aber eigentlich fordern diese Leute nichts anderes als was? Sie fordern eigentlich nichts anderes, als dass ich aus dem Koran ein historisches Dokument mache, was ich ins Regal stelle und was eigentlich
keinerlei Auswirkungen mehr auf meinen Alltag hat. Höchstens vielleicht spirituell gesehen. Ja, ist genauso wie wenn ich, weiß ich nicht, die Bibel lese, wenn ich irgendwas anderes lese, keine Ahnung, was mich spirituell sozusagen berührt. Aber mehr sollte das nicht sein. Dass ja aber der Koran für mich meinen Alltag bestimmt, Normen für mich formt in meinem Alltag, mir zeigt, wie ich mein Leben richtig zu führen habe, dass er im Grunde genommen eine Art Führer ist in meinem Leben, der mich leitet und der mir zeigt, wie ich richtig zu handeln habe, in den unterschiedlichen Situationen, selbst wenn ich nicht in meinen vier Wänden bin und gerade bete, sondern auf der Straße bin, im Alltag aktiv bin, in der Gesellschaft mit beiden Beinen stehe, das ist das, was sie nicht wollen. Und das ist dieser liberale Ansatz. Ja, ganz, ganz wichtig. Wenn wir von einem liberalen Ansatz sprechen, liberal, dann ist damit gemeint, man möchte eine Trennung. Und das ist dann diese sogenannte Säkularisierung. Man möchte im Grunde genommen was? Nicht, dass ich jetzt die Jüngeren vertrieben habe. Man möchte im Grunde genommen was? Man möchte, ja, auf der einen Seite, ja, die Spiritualität, die niemanden anderen etwas angeht. Und auf der anderen Seite möchte man das weltliche Leben. So nennt man das dann. Das weltliche Leben, ja, das säkulare Leben. Ich bin säkular. Das heißt sozusagen, in meinem Alltag habe ich mit Religion und mit religiösen Normen, mit religiösen Vorschriften überhaupt nichts am Hut. Das Einzige, ja, was mein Maßstab ist, sind die Regeln der Gesellschaft, die definiert werden. Ob sie richtig sind oder falsch sind, ob sie der Moral entsprechen oder ob sie der Moral nicht entsprechen, das ist völlig egal. Das ist sehr gefährlich. Und ich sage euch ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ja, wir kommen gleich wieder zurück zu Surat al-Buruj, inshallah ta'ala. Ich sage euch ganz ehrlich, dieser sogenannte liberale Islam und die Bewegung, die dahinter steckt, ist aus meiner Sicht momentan fast schon gefährlicher als das, was wir als Extremismus und Fundamentalismus bezeichnen. Wir hatten jetzt immer wieder eine lange Zeit gehabt, wo wir dieses Problem und diese Auseinandersetzung hatten mit Extremisten von Daesh, von Al-Qaida und weiß ich nicht was für Leuten. Ja? Gibt es teilweise immer noch, würde ich gar nicht behaupten, dass es das nicht mehr gibt, dass wir das Problem nicht haben. Aber ich glaube, ein viel größeres Problem, was gerade wir Muslime auch hier in Deutschland erleben werden, aber auch in den muslimischen Ländern, ist eine fortschreitende Säkularisierung unserer Religion. Und damit meine ich nicht, ja, damit meine ich nicht, ja, dass ich als Muslim hier nicht leben kann in der Gesellschaft. Nein, dass ich, weiß ich nicht, gegen Demokratie oder andere Dinge. Nein, das meine ich damit nicht. Sondern damit meine ich, dass ich, wie gesagt, mich als Muslim trennen muss. Dass ich meine eigene Moral, von der ich überzeugt bin, die mir der Koran lehrt, plötzlich über Bord schmeiße. Weil die Gesellschaft sagt, es ist gut, ja, dass wir nur noch lockere Beziehungen haben und dass wir keine Ehe mehr benötigen und die Ehe steht von gestern, dass ich dann einfach sage, ja, das ist so. Und wir dürfen nicht vergessen, ja, bei der Abstimmung im Bundestag über die Ehe für alle, ja, da haben alle sogenannten muslimischen Abgeordneten, die bezeichnen sich auch als Muslime, ja, haben dafür gestimmt. Und man war ganz stolz gewesen, ah, unsere Muslime, ja, die sind alle liberal. Ja? Aber stellt euch mal vor, jemand hätte als Muslim dagegen gestimmt. Dann wäre der Aufschrei groß gewesen. Dass ein Christ dagegen stimmen kann, okay, der ist konservativ. Aber wenn ein Muslim dagegen stimmen würde, oh, ja, der ist nicht integriert. Was sucht er überhaupt im Bundestag? Was sucht überhaupt ein Muslim im Bundestag? Und jetzt muss man auch einen Exkurs machen, verzeiht mir. Ja? Es gab, ihr habt vielleicht mitbekommen, ja, das hat mich wirklich sehr, sehr schockiert. Es gab ja diesen Vorfall mit der Sausan Chebli. Habt ihr das mitbekommen? Ja, das ist ja, wie sie war ja Beraterin des Außensprecherin, stellvertretende Sprecherin des Außenministers, hat auch jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, welche Funktion sie jetzt momentan innehat, Anfang Bürgermeister und dann Außenminister von Frank-Walter Steinmeier. Und sie hat vor einigen Tagen ganz schockiert auf Facebook über eine sexistische Bemerkung, ja, etwas geschrieben, ja, von einem Botschafter und war empört darüber. Warum? Weil er sozusagen, als sie dann nach vorne ging, zum Pult gesagt hat, oh, ich hätte nicht solch eine junge Frau erwartet und dann auch noch solch eine hübsche. Ja? Und das hat sie empört. Sie hat das als etwas Sexistisches
empfunden. Was hat denn bitte schön das Alter und das Aussehen dieser Frau zu tun? Wenn sie hässlich gewesen wäre, hätte er dann gesagt, ich hätte nicht so eine hässliche Frau erwartet? Hätte man das bei einem Mann gesagt? Die Empörung, ja, war groß gewesen, wie sie sich als Migrantin, die die Ehre hat, dass sie überhaupt solch einen Posten hat, sich über ein Lob ärgert. Und da sieht man, ja, bei Muslimen wird immer doppelter Maß, ja, angewendet. Ja, wenn es eine Deutsche gesagt hätte, eine Deutschstämmige, die mit Islam überhaupt nichts zu tun hat, dann hätten sie wahrscheinlich viele Unterstützer gefunden. Aber dadurch, dass es sich um eine Muslimin handelt, die sich auch zum Islam bekennt, ja, die Migrantin ist, und sich darüber aufregt, dass jemand, ja, ihr in der Öffentlichkeit so etwas sagt, dann heißt es gleich nein. Ja, von Muslimen kann so etwas nicht akzeptiert werden. Ja, und da sehen wir, ja, diese doppelten Standards, die wir haben, teilweise in der Gesellschaft. Und wir kommen aber jetzt wieder zurück, inshallah ta'ala, zu unserem eigentlichen Thema. Verzeiht, es aber wichtig gewesen. Und zwar noch einmal zu den Geschichten des Korans. Der Koran, er verewigt Geschichten. Und genauso so sollten wir auch an den Koran herangehen. Wenn wir Geschichten im Koran lesen, dann wissen wir, das ist zwar eine Geschichte, die einmal geschehen ist in der Geschichte, aber diese Geschichte kann sich immer wiederholen. Und ich als Muslim muss die Lehren daraus ziehen. Wenn zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menschen unterdrückt wurden aufgrund ihres Glaubens, so kann sich das nicht nur immer wiederholen in der Geschichte, sondern es hat sich auch immer wiederholt in der Geschichte. In unserer heutigen Zeit werden Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Wenn wir uns die Rohingya anschauen beispielsweise, die nur aufgrund dessen, dass sie Muslime sind, verfolgt werden. Und momentan in Bangladesch das größte Flüchtlingslager der Welt überhaupt entsteht. Und der Großteil der Welt einfach wegschaut. Natürlich gibt es jetzt mittlerweile, Alhamdulillah, ein wenig Bewegung. Ja, aber wie gesagt, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens unterdrückt werden, das haben wir immer noch heutzutage. Und der Koran, er berichtet diese Geschichte jetzt von den sogenannten Ashabul Ukhdud. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, inshallah ta'ala. Die Leute des Feuergrabens, damit wir als Muslime auch nach 1400 Jahren immer noch die Lehren daraus ziehen können und wissen, wie wir dann mit solch einer Situation umzugehen haben. Und zwar lasst uns nur ganz kurz, inshallah ta'ala, diese erste Passage durchlesen, damit wir verstehen, worum es überhaupt geht, um dann überzugehen zu der Geschichte, die Allah ta'ala hier schildert. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, beim Himmel mit den Türmen, وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, und dem versprochenen Tag, وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ, und dem Zeugen und dem Bezeugten, قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ, jetzt kommt die Geschichte, Tod sei geweiht den Leuten des Grabens, النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ, des Feuers mit dem vielen Brennstoff, إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ, als sie daran saßen, وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, und Zeugen dessen waren, was sie den Gläubigen antaten. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und Lobenswürdigen. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört und Allah ist über alles Zeuge. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ, gewiss diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und hierauf nicht in Reue umkehren, für sie wird die Strafe der Hölle, wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Bis hierhin erst einmal, inshallah ta'ala. Nur damit wir einen Überblick bekommen, was Allah subhanahu wa ta'ala hier überhaupt erwähnt. Allah ta'ala, er spricht hier über Leute, die verbrannt wurden, aufgrund ihres Glaubens. Und interessant ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, und das werden wir das nächste Mal noch etwas näher ausführen, dass Allah ta'ala hier folgendes Verb benutzt, nämlich in dem letzten Vers, den wir gerade vorgelesen haben, إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا, gewiss diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen. Fatanu, von Fitna. Und Fatana bedeutet was im ursprünglichen Sinne? Bedeutet etwas dem Feuer aussetzen, damit daraus die Quintessenz herauskommt. Also, dass ich Edelmetall dem Feuer aussetze, es schmelzen lasse, sodass ich am Ende reines Edelmetall habe.
Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier über eine Geschichte, die vor dem Islam, bevor der Islam überhaupt entstanden ist, vorgefallen ist und geschehen ist. Und er sagt, hier sind Leute in Versuchung gebracht worden. Fatanu. Das heißt, sie wurden sozusagen regelrecht einem Feuer ausgesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Geschichte, damit gezeigt wird, wer von ihnen standhaft bleibt und wer nicht standhaft bleibt. Also Allah, er erzählt diese Geschichte den Gläubigen in der Zeit von Mekka, damit sie Geduld haben und wissen, ah, das, was uns heute geschieht, das ist keine Ausnahme in der Geschichte. Das geschieht nicht zum ersten Mal. Das ist schon einmal vorgefallen. Und zwar noch viel schlimmer als in unserer heutigen Zeit. Welcher von den Sahabis wurde denn verbrannt? Wurden Sahabis verbrannt? Kennt ihr eine Geschichte in der Zeit von Mekka, wo Sahabis verbrannt wurden? Wo ein Feuergraben ausgehoben wurde, in den sie geworfen wurden? Kennt ihr eine? Mir ist keiner bekannt. Sie wurden unterdrückt. Aber wurden sie solch einer Prüfung ausgesetzt? Meines Wissens nicht. Ja, aber er wurde nicht verbrannt. Es war Uthman ibn Affan gewesen von seinem Onkel. Aber er wurde nicht wirklich verbrannt. Bilal radiallahu anhu wurde auf dem heißen Boden. Schlimme Sachen. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber Allah Ta'ala, er nimmt ein ganz extremes Beispiel. Leute, die ins Feuer geworfen wurden. Wie schlimm muss das sein? Was für eine Angst muss man als Mensch haben, wenn man vor sich einen Feuergraben sieht und du wirst vor die Wahl gestellt. Und das sind alles Leute, die gerade erst, wie wir gleich sehen werden, den Islam angenommen haben. Ja? Du wirst vor die Wahl gestellt, entweder glaubst du oder was? Oder du springst. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er berichtet uns in diesem Zusammenhang, und wir kommen jetzt gleich auf die Geschichte zu sprechen, inshallah, dass eine Frau mit ihrem Säugling vor diesem Feuergraben, genau diesem Feuergraben, es geht genau um diesen, gestanden hat und sich nicht traute zu springen und zögerte, weil sie nicht Angst um sich selbst hatte, sondern sie hatte Angst um dieses unschuldige Kind. Und woraufhin Allah Ta'ala dann ein Wunder geschehen ließ. Nämlich dieses Kind ist eines von drei Kindern in der Menschheitsgeschichte, welches gesprochen hat. Und es sagte zu seiner Mutter, habe Geduld, o Mutter, und spring, weil du befolgst die Wahrheit. Und sie ist dann mit ihrem Säugling in die Feuergrube hineingesprungen, aufgrund ihres Glaubens. Und hier nennt uns Allah Ta'ala ein Extrembeispiel. Schlimmer kann es kaum kommen. Ich kann mir kaum einen schlimmeren Tod vorstellen, als ins Feuer, im Feuer zu sterben. Möge Allah uns alle davor bewahren, Herr Rabbil Alamin. Ich kann mir kaum einen schlimmeren Tod vorstellen. Und deswegen sagt unser Prophet, derjenige, der im Feuer stirbt, ist was? Ist Shahid. Selbst wenn er nicht in einem Kampf sterben sollte, er ist Shahid, er ist ein Märtyrer. Ja, weil es ein schlimmer Tod ist, ein schmerzvoller Tod. Ein grausamer Tod. Und diese Menschen sind bereit gewesen, für Allah ihr Leben zu lassen. Und deswegen, o Muslime in Mekka, o Sahabis, o diejenigen, die gerade erst an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Prophet geglaubt haben, schaut mal, was diejenigen getan haben, die vor euch waren. Wie geduldig sie gewesen sind. Sie sind ebenfalls erst gerade eben zum Islam übergetreten und haben den Glauben angenommen. Macht es ihnen gleich und bleibt standhaft. Egal wie hart die Versuchung ist, die Fitne, Fatanu, egal wie die Fitne ist, bleib standhaft. Und sei dir sicher, am Ende wirst du der Gewinner sein. Und darum geht diese Sura. Aber dazu mehr das nächste Mal, inshallah. Wer sind jetzt diese Ashabul Uqdud? Wer ist das überhaupt? Aus welcher Zeit berichtet denn Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura? Und zwar, wie es in Sahih Muslim unter anderem überliefert wird, handelt es sich hierbei um die Zeit zwischen Christentum und Islam. Das heißt, Isa alayhi salam hat zu diesem Zeitpunkt schon, also gelebt und ist auch schon gestorben. Und das Christentum hat sich langsam verbreitet, unter anderem auf der arabischen Halbinsel. Und zwar im Süden der arabischen Halbinsel. Wo konkret? In Najran. Also im Jemen hat sich das Christentum verbreitet.
das wahre Christentum, wo man an einen Gott geglaubt hat, wo Isa alaihi salam ein Prophet gewesen ist, diese reine Lehre, mit der dieser edle Prophet Gottes zu den Menschen gesandt wurde. Und es ist klar, dass solch eine Lehre direkt ins Herz eintritt, genauso wie der Islam direkt ins Herz eintritt, ist auch die Lehre von Isa alaihi salam direkt in die Herzen der Menschen eingetreten, weil es die wahre Lehre ist von Allah subhanahu wa ta'ala, welche in Einklang mit der Fitra steht. Und auf jeden Fall, wie gesagt, wird jetzt eine Geschichte diesbezüglich erzählt. Es gab einen König, der hieß Dhu Nawas. Und dieser König war jüdischen Glaubens gewesen. Und das ist eine historische Figur. Also es ist nicht so, dass es sozusagen einfach nur, es ist wirklich eine historische Figur. Und auf jeden Fall war es so gewesen, dass er durch seine sozusagen Leute, die die Zukunft voraussehen konnten, also die die Sterne lesen konnten, die Astrologen, dann auch gehört hat, dass sozusagen sich eine andere Religion dann auch verbreiten wird, das Christentum. Aber es war noch nicht wirklich verbreitet gewesen in der Region. Es kam jetzt aber zu etwas, und zwar, dass sein Zauberer, der älteste Zauberer und der sozusagen auch Astrologe für ihn, der ihm auch die Zukunft vorausgesagt hat, schon etwas älter geworden ist. Und dieser Zauberer, er machte dem König einen Vorschlag. Und zwar sagte er, ich brauche jemanden, den ich ausbilde, damit er meine Position einnehmen kann. Und dementsprechend suchten sie nach einem intelligenten Jungen, weil das ist ja nicht eine einfache Aufgabe, der muss ja dann sozusagen ihm dann seine Aufgabe übernehmen. Er ist ja dann eine Art Berater für den König. Suchten sie nach einem sehr, sehr intelligenten Jungen, der aufnahmefähig ist, der schnell lernen kann, der klug ist, der guten Charakter hat. Und sie haben sich dann für einen Jungen entschieden. Und dieser Junge, er begann mit seiner Ausbildung. Und er begab sich dann immer wieder zu dem Zauberer, um von ihm ausgebildet zu werden. Aber eines Tages kam es zu einem merkwürdigen Vorfall. Und zwar, während der Junge gerade auf dem Weg gewesen ist, zum Zauberer, um wieder zu seiner Lehre zu gehen, hörte er bei einer Klause, eine Klause ist sozusagen wie eine kleine Hütte, ein kleines Haus, ja, hörte er, wie jemand betete und wie jemand komische Worte aufsagte, die er so noch nie zuvor gehört hat. Worte, die direkt in sein Herz gelangt sind. Es waren die Worte eines Mönches gewesen. Ein Mönch, der Christ gewesen war und der immer wieder betete und Allah subhanahu wa ta'ala bat. Dem Jungen gefielen diese Worte. Und er begab sich dann daraufhin zu dieser Klause, zu dem Mönchen, und er hörte ihm zu. Und umso mehr er sich mit ihm beschäftigte, desto mehr gefiel ihm seine Worte und er wollte gar nicht mehr zu dem Zauberer gehen. Und dementsprechend kam es immer wieder dazu, dass er zu spät zum Zauberer kam, zu seiner Ausbildung. Und was machte der Zauberer? Er schlug ihn. Und er bestrafte ihn. Der Junge wusste nicht, was er tun soll. Und dementsprechend hat dann der Rahib, also dieser Mönch, zu dem Jungen gesagt, es gibt einen Ausweg für dich. Und zwar, jedes Mal, wenn du zum Zauberer gehst und du bist zu spät, dann sag ihm, meine Familie hat mich aufgehalten. Und jedes Mal, wenn du zu deiner Familie gehst und zu spät kommst, dann sag ihnen, der Zauberer hat mich aufgehalten. Also eine Art Notlüge. Das ist natürlich eine authentische Hadith, stellt sich die Frage, ist solch eine Notlüge überhaupt erlaubt oder nicht? In solchen Fällen ist eine Notlüge erlaubt. Nämlich dann, wenn ich größeren Schaden von mir weisen kann. Und das lehrt uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und er nennt uns drei Beispiele. Welche drei Beispiele sind das, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt, in denen ich lügen darf als Muslim? Und das Lügen angebracht ist? Im Kriegsfall? Ja, al-harbu khit'a, der Krieg ist sozusagen List, wäre schön dumm, wenn ich dem Feind immer die Wahrheit sagen würde. Ja, Nummer zwei.
Ja, dass ich sozusagen meiner Frau Komplimente mache, ja, dass ich dann auch mal sozusagen andere Worte nutzen darf als die Wahrheit und ich immer ehrlich bin. Das ist ja auch das, was meistens die Frauen dann hören wollen, wenn es um das Aussehen geht oder um das Essen geht. Ja, widerspricht mir, wenn ich falsch liege, aber das ist ja häufig so, ja, dass man eine Bestätigung möchte. Ja, und auch für den Mann natürlich, ja, wenn der Mann sagt, gibt es jemanden, der besser ist als ich, kräftiger ist als ich, da kann die Frau auch gerne sagen, nein, du bist mein Held. Ja, obwohl es durchaus vielleicht andere gibt, die eine ganz andere Figur haben. Gut, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, also in solchen Fällen sozusagen, wo es um Komplimente geht, wo ich nicht immer die Wahrheit sagen muss, ich bin zu Gast bei jemandem und das Essen schmeckt überhaupt nicht, aber ich esse trotzdem und tue so, als würde es schmecken. Ja? Kennt ihr ja auch immer, gibt ja auch diese Tradition bei den Türken, glaube ich, ja, dass wenn man sozusagen eine Frau um die Hand anhält, ja, dann geht man hin und dann macht die Frau extra Salz rein in den Kaffee. Kennt ihr das? Ja? Und dann muss der Bräutigam, der Arme, immer die Männer, die müssen leiden, subhanallah. Ja? Dann muss der arme Mann dann sozusagen diesen salzigen Kaffee trinken und so tun, als würde er ihn über alles schmecken, dass er dann natürlich dann noch ein paar Tage danach durchwandert. Das ist eine andere Sache, aber wie gesagt, ja, das gehört einfach dazu. Er muss so tun, als würde es ihm schmecken. Gut, und was ist der dritte Fall? Ja? Ja, Ahmed. Genau, dass ich sozusagen versuche zu schlichten. Dass ich versuche zu schlichten zwischen zwei Parteien. Ja? Der eine sagt Schlimmes, ja, über den anderen, dann gehe ich nicht hin und sage, guck mal, der hat das und das über dich gesagt. Ja, ich versuche zu schlichten, nein, der hat Gutes gesprochen und der will sich eigentlich vertragen, obwohl er das überhaupt nicht möchte. Ja? In diesem Fall kann ich was machen? Ich kann falsche Worte benutzen. Aber in diesem Hadith wird uns gezeigt, es gibt noch andere Situationen, wo ich eventuell lügen kann. Nämlich immer dann, wenn ich einen ganz großen Schaden, der auch aus religiöser Sicht ein Schaden ist, ganz wichtig, nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus religiöser Sicht ein Schaden ist, damit abwenden kann. Ja, nicht, dass ich die Leute belüge, weil ich glaube, das ist ein Nutzen für mich. Das ist nicht gerechtfertigt. Der Muslim darf nicht lügen. Nur in Situationen, wo sozusagen eine der Ziele des Glaubens, wie beispielsweise die Bewahrung des Glaubens, in Gefahr steht, wie in diesem Fall, er kann den Glauben sonst nicht lernen, ja, nur auf diese Art und Weise, habe ich die Möglichkeit als Muslim dann zu lügen. Oder mein Leben steht auf dem Spiel. Hier habe ich das Recht, mein Leben zu schützen und sogar in Bezug auf den Glauben zu lügen. Ja? Man kafara billahi min ba'di imanihi. Wer sozusagen ungläubig ist, ja, wer Allah verleugnet, nachdem er geglaubt hat. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Außer derjenige, ja, der gezwungen wird, obwohl sein Herz mit sozusagen dem Glauben beruhigt ist. Ja? Illa an tattaqu minhum tuqan, Surat Al-Imran. Außer ihr wollt euch vor ihnen schützen. Ja? Also, Alhamdulillah, unser Islam ist so schön. Allah zeigt uns auf, ja? Wir haben hohe moralische Ansprüche. Aber trotz alledem, der Islam weiß, wir sind Menschen. Und manchmal gibt es einfach sozusagen Situationen, wo ein größerer Schaden mit einem kleineren Schaden abgewendet werden muss. Wo ein größerer Schaden mit einem kleineren Schaden abgewendet werden muss und abgewehrt werden muss. Und das ist genau solch ein Fall gewesen, wo der Zauber, wo der Mönch zu dem Knaben sagte, ja, na, dann sozusagen, dann lügst du. Und wir haben manchmal solche Situationen auch unter Geschwistern. Ich kenne manche Leute, also manche Schwestern, manche Brüder, wo die Eltern, und das ist im Übrigen etwas, was ich in letzter Zeit sehr oft gehört habe, dass muslimische Eltern ihren Kindern verbieten, in die Moschee zu gehen. Ich habe erst vor ein paar Tagen zufällig sozusagen jemanden getroffen, auch so Eltern, wo die Tochter sozusagen dann auch gerne sozusagen unsere Live-Übertragungen hört und die Unterrichte hört. Und sie haben mir selbst gesagt, wir haben Angst, unsere Tochter in irgendeine Moschee zu schicken. Warum? Ja, weil wir Angst haben, dass sie radikalisiert wird. Und sie verbieten ihren Kindern wirklich, in die Moschee zu gehen. Ich kenne einen, ich habe eine kennengelernt, ja, im Rahmen meiner Arbeit. Ja, sie liebt den Islam. Ich weiß, dass sie den Glauben liebt. Sie ist nicht dagegen. Sie betet sogar 5-mal am Tag. Ja? Aber sie verbietet ihren Söhnen, ja, in die Moschee zu gehen. Und sie hat ihnen sogar verboten, dass sie sich eine Koranübersetzung kaufen, weil sie nicht wusste, von wem sie ist. Erst als ich ihr dann eine vorgeschlagen habe, war sie, okay, die kann ich meinem Sohn geben. Also diese Befürchtung der Eltern, ja, dass Kinder sich radikalisieren könnten und dass sie sich irgendwelchen Extremisten anschließen könnten, geht manchmal so weit, dass sie ihren Kindern verbieten, in die Moschee zu kommen.
Das ist natürlich ein großer Fehler, anstatt dass sie sich vorher Gedanken machen, überlegen, okay, wo können meine Kinder wirklich etwas lernen und wo besteht die Gefahr, radikalisiert zu werden? Nein, sagen sie einfach, sie dürfen gar nicht gehen. Und in solchen Fällen kann natürlich dann eine Frau oder ein junger Mann sagen, ich versuche einfach sozusagen, meinen Eltern nicht die Wahrheit zu sagen, dass ich in die Moschee komme, um etwas zu lernen. Es geht nicht anders. Weil man kann den Glauben nicht nur übers Internet lernen. Sogar die Gefahr ist viel größer, dass ich mich radikalisiere, wenn ich nur über das Internet mein Wissen annehme. Weil das ist rein theoretisches Wissen. Hier lebe ich den Glauben mit meinen Geschwistern. Hier lerne ich Leute kennen. Hier wird mein Iman gestärkt. Und dementsprechend, Alhamdulillah, dieser Hadith zeigt uns etwas ganz Wichtiges auf. In solchen Situationen habe ich die Möglichkeit sogar zu versuchen, die Unwahrheit zu sagen, nur damit ich damit einen größeren Schaden abwenden kann. Ja? Aber das muss man natürlich immer nochmal dann besprechen, vorher mit jemandem, der sich auskennt, damit man da auch nicht sozusagen dann Grenzen überschreitet. Und auf jeden Fall hat genau dies jetzt der Junge getan. Immer wenn er zu spät kam zum Magier und zum Zauberer, sagte er, meine Eltern haben mich aufgehalten. Und immer wenn er zu spät nach Hause kam, sagte er, der Zauberer hat mich aufgehalten. Und auf jeden Fall eines Tages kam es zu einem entscheidenden Vorfall. Während er gerade auf dem Weg war zu seiner Familie oder zum Zauberer, es wird hier nicht erwähnt in der Überlieferung, hat ein Tier, ein großes Tier, steht einfach in der Überlieferung, Dabbe Fadhi'a Azima, ein großes Tier, wir wissen nicht, was das für ein Tier gewesen ist, hat den Menschen den Weg versperrt. Der Weg wurde versperrt. Und sie hat sozusagen die Menschen aufgehalten, die konnten nicht weitergehen. Ja, das Tier wollte einfach nicht zur Seite. Und auf jeden Fall war der Junge jetzt so weit gewesen, dass er gesagt hat, heute ist für mich der entscheidende Tag. Heute werde ich erfahren, was besser ist und was die Wahrheit ist. Das, was mir der Zauberer beibringt oder das, was mir der Mönch beibringt. Und auf jeden Fall nahm er einen Stein und er sagte daraufhin, Allahumma, o Allah, in kana amru rahibi ahabba ilayka wa arda min amri sahir. Wenn die Angelegenheit des Mönches die lieber ist als die Angelegenheit des Zauberers, faqtul hadhihi ad-dabbata hatta yajuza an-nas. So töte dieses Tier, damit die Menschen wieder vorbei können. Waramaha, und er schmiss den Stein, wahrscheinlich einen ganz kleinen Stein. Waramaha, faqatalaha. Und er hat es getötet. Wamadannas, und die Menschen konnten wieder durchgehen. Daraufhin erzählte er den Mönchen davon. Er dachte, das wäre jetzt nichts Besonderes gewesen. Aber als der Mönch davon hörte, er hörte von ihm die Geschichte, und als er davon hörte, sagte er nur folgende Worte. Ey Bunay, anta afdalu minni, wa innaka satubtala, fa inibtulita, fa la tadulla alayya. O Junge, o mein Junge, du bist jetzt besser als ich. Ja, das war wahrscheinlich ein sehr bescheidener Mönch gewesen, ja, der wirklich die Wahrheit praktiziert hat. Weil wenn du die Wahrheit praktizierst, dann lernst du Bescheidenheit. Du bist jetzt besser als ich. Es ist kein Problem, dass mein Schüler besser ist als ich. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn mein Schüler besser wird als ich. Aber es gibt Leute, die sich nicht darüber freuen, sondern die Neid empfinden. Aber er hat keinen Neid empfunden, ganz im Gegenteil. Er hat sich gefreut. Nur, er wusste, es gibt in diesem Universum eine Gesetzmäßigkeit, die sich niemals ändern wird. Ey Bunayya, anta afdalu minni, du bist besser als ich. Wa innaka satubtala. Und du wirst geprüft. Genau dieselben Worte, die Waraqa ibn Naufal dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagte, als er das erste Mal eine Offenbarung erhielt und nach dieser Offenbarung dann zu dem Onkel von Khadija ging, Waraqa ibn Naufal. Was sagte Waraqa ibn Naufal zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Was sagte er zu ihm? Ganz wichtig. Ganz wichtige Worte. Ja, leitani fiha jaza'a. If yukhrijuka qaumuk. Hätte ich doch nur die Kraft und wäre ich doch nur in dem Alter, ja, wo ich sozusagen an deiner Seite stehen könnte, wenn dein Volk dich vertreiben wird.
Der Prophet Sallallahu Alaihi wunderte sich. Konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Er war beliebt gewesen, angesehen gewesen. Die Leute mochten ihn. Werden sie mich etwa vertreiben? Und er sagte, ja. Keiner ist zuvor mit dem gekommen, womit du gekommen bist, außer dass sein Volk ihn bekämpft hat. So ist das, ganz normal. Das ist etwas ganz Normales, das gehört dazu. Und das müssen wir verstehen, das ist wichtig für jeden Muslim, der anfängt, den Glauben zu praktizieren oder der den Islam annimmt. Ja? Es kann sein, dass du vorher sehr viele Freunde hattest, Leute, die dich mögen, die du magst. Und nachdem du den Islam annimmst, plötzlich sagen sich die Leute von dir los, wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Nur aufgrund der Tatsache, dass du Muslim bist. Du hast dir nichts getan, du hast dich nicht geändert, im Gegenteil. Du bist noch besser in deinen Eigenschaften geworden, in deinen Charakter geworden. Und plötzlich sagen die Leute, also mit so jemandem wie dir wollen wir nichts zu tun haben. Das gehört dazu. Das ist ein Teil unseres Weges. Und das dürfen wir nie vergessen. Und wir sind nicht die Ersten, denen das passiert ist. Ganz im Gegenteil, die gesamte Geschichte, der gesamte Koran, die gesamte Sira unseres Propheten ist voll von Beispielen, wo Menschen geprüft wurden, nur aufgrund ihres Glaubens, nicht mehr und nicht weniger. Von ihrer eigenen Familie, von ihren engsten Verwandten, von ihrer Mutter, von ihrem Vater, von ihren Geschwistern, von allen. Das gehört dazu. Und auf jeden Fall sagt er dann der Mönch zu ihnen, solltest du geprüft werden von Allah, so sag ihnen nicht, wer ich bin. Sag ihnen das nicht. Ich möchte nicht geprüft werden. Das ist etwas ganz Wichtiges. Hierin liegt eine wichtige Lehre. Du solltest als Muslim niemals den Bala, die Prüfung, herausfordern. Wenn sie kommt, sei geduldig. Wenn du ins Gefängnis gesperrt wirst, aus politischen Gründen oder weiß ich was, ja, das passiert ja in vielen Ländern. Ja, gut, da haben wir hier in Deutschland ja, leben wir in einem Rechtsstaat, ja, aber in vielen Ländern, ja, passiert das tagtäglich. Ja? Werden Menschen einfach so verschwinden, von einem Moment auf den anderen, aus politischen Gründen, weil sie den Islam praktizieren, weil sie fünfmal am Tag beten, ja, weil sie in so ein falsches Gebet in die Moschee gehen. Das ist an der Tagesordnung, das können wir uns hier nicht vorstellen, aber das ist so. Ja? Ahmed, ja, kennt sich da aus. Ja, ja, Ägypten, ja, woanders, ja, in Syrien, was momentan los ist. Und auf jeden Fall soll man sich das niemals wünschen, niemals herausfordern. Ah, ich will unbedingt eingesperrt werden, ich will wie Yusuf a.s. Nein, sag Alhamdulillah, dass ich nicht sozusagen so geprüft werde wie er. Bitte niemals Allah darum, dass er dich prüft. Du weißt nicht, ob du standhaft sein wirst. Setze dich niemals freiwillig einer Prüfung aus. Niemals. Danke Allah, wenn er dich nicht prüft. Aber wenn er dich prüft mit solchen Dingen und er wird dich in irgendeiner Weise prüfen, dann sei geduldig und versuch standhaft zu bleiben. Das ist das, was von dir gefordert wird. Und deswegen, ja, dieser Rahib, dieser Mönch war sehr klug gewesen, intelligent, er hat den Glauben verstanden. Solltest du, wie gesagt, geprüft werden, dann bitte sag dir nicht, dass es mich auch noch gibt und dass ich dir das alles beigebracht habe. Und auf jeden Fall, jetzt kommen die Karamat. Subhanallah. Dieser Junge war gesegnet gewesen. Das war ein gesegneter Junge gewesen. Und zwar dieser Junge, er konnte Kranke heilen. Dieser Junge konnte Leute, die leprakrank sind, von ihrer Krankheit heilen. Und immer wenn die Leute zu ihm kommen, heilte er sie im Namen Allahs. Und das ist ganz, ganz wichtig. Er hat es immer im Namen Allahs gemacht, wie es jetzt auch weitergeht und wie es Allah auch über Jesus im Koran sagt. Ja? وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ja? Und ich sozusagen, ich heile sozusagen die Menschen mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Immer wieder, weil das ist eine Form von Da'wah. Und das ist für mich wichtig, wenn ich etwas Gutes mache in meinem Leben, als Muslim, als praktizierender Muslim, was mache ich dann? Dann sage ich immer, Alhamdulillah, Allah und der Islam haben mir das beigebracht. Das ist die beste Da'wah, die du machen kannst. Sei erfolgreich in deinem Leben, sei ehrlich, ja. Und immer dann, wenn die Leute dich darauf ansprechen, MashaAllah, warum bist du so ehrlich? Ich bin Muslim. Und dann verbinden sie das mit dem Islam. Ja? Und auf jeden Fall hat er das getan. Er hat ihnen sozusagen Heilung gegeben. Ja? Und es gab einen Mann, jetzt kommt etwas, und jetzt kommt die Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Früher oder später muss sie kommen. Es gab einen Mann, der war sozusagen immer am Hofe des Königs gewesen. Keine Jalis del Malik. Ja, er hat immer mit dem König zusammengesessen, wahrscheinlich einem Freund von ihm. Und er ist blind geworden. Und er hat dann von diesem Jungen gehört, der die Menschen wie ein Wunderheiler heilen kann. Und er ging dann zu ihm mit vielen Geschenken. Und er sagte,
Mach mich gesund. Ich finde. وَلَكَ مَا هَا هُنَا أَجْمَعُ. Und du wirst alles, was du hier siehst, an Geschenken bekommen. Was sagte der Junge? Ja, Salam, das ist ein Da'i. Ein Da'i ist jemand, der seinen Glauben nicht verkauft. Ein Da'i ist jemand, der bereit ist, für Allah zu opfern, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten. Und er sagte, مَا أَنَا أَشْفِ أَحَدًا. Ich bin nicht derjenige, der irgendjemanden heilt. إِنَّمَا يَشْفِ اللَّهِ. Allah ist derjenige, der heilt. فَإِنْ آمَنْتَ بِهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَ. Und solltest du sozusagen an ihn glauben, dann werde ich Allah bitten, woraufhin dich Allah Ta'ala heilen wird. Und er glaubte an ihn und er bat Allah Subhanahu wa Ta'ala und Allah Ta'ala erhalte ihn von seiner Krankheit. Und jetzt kommt die Prüfung. Und zwar dieser Mann, er ging jetzt zu dem König. Und er setzte sich zu ihm. Und der König wunderte sich. Er kann plötzlich wieder sehen. Und er sagte, wie kommt das, dass du plötzlich wieder sehen kannst? Und er sagte, mein Herr hat mich wieder sehen lassen. Und er sagt, du meinst mich? Also ich bin dein Herr sozusagen. Und er sagte, nein. Mein Herr und dein Herr, Allah. Und er sagte, hast du etwa einen anderen Herrn als mich? Und er sagte, ja, Rabbi wa Rabbuka Allah, mein Herr und dein Herr ist Allah. Woraufhin er ihn so lange folterte, bis er ihm sagte, wo sich dieser Junge befindet. Und da sehen wir, subhanallah, der Mensch wird unter der Folter schwach. Und wie viele Menschen, subhanallah, ja, werden gefoltert und gefoltert, aber schaffen es trotz alledem standhaft zu bleiben. Ich höre immer wieder aus ägyptischen Gefängnissen, ich habe viel Kontakt zu Ägypten, ja, dass die Leute auf schlimmste Art und Weise gefoltert werden. Und es wird von ihnen nur eine Sache verlangt, sie sollen sich distanzieren oder sie sollen sozusagen in irgendeiner Weise zugeben, dass sie etwas getan haben, was sie gar nicht getan haben. Und trotz alledem bleiben sie standhaft. Ja? Er ist nicht standhaft geblieben, aber es gibt Menschen, die bleiben standhaft. Subhanallah. Ja? Wie schwierig muss das sein? Und in solch einer Situation ist es dir erlaubt zu lügen. Es ist dir erlaubt, irgendetwas zu erzählen, nur damit du dich schützt. Aber es gibt Menschen, die sind so stark in ihrem Glauben, so fest, dass sie selbst unter solch einer schlimmen Folter nicht nachgeben. Was für besondere Menschen. Möge Allah Ta'ala uns diesen Iman geben, dass wir dann wirklich durch unseren Iman solche selbst in solch einer Situation immer noch an unserem Glauben festhalten. Allahu alam, ob ich das schaffen würde, ich weiß es nicht. Möge Allah Ta'ala uns solch einen festen Glauben geben, ja Rabbal Alamin. Und auf jeden Fall hat dann, wie gesagt, der Mann unter der Folter dann nachgegeben und er hat dann erzählt, wer ihn geheilt hat. Und man hat dann zu diesem Jungen geschickt. Und der König, er fragte ihn dann, wie heilst du? Und er sagte, ich heile sozusagen im Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und der König fragte ihn wieder, hast du etwa einen anderen Herrn als mich? Und er sagte dann wieder, mein Herr und dein Herr ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und subhanallah, er hat ihn dann ebenfalls so lange gefoltert, bis auch der Junge in diesem Fall nachgegeben hat. Und er hat auf wen hingewiesen? Auf den Mönchen. Und auf jeden Fall wurde dann der Mönch gerufen, und er wurde aufgefordert, dass er von seinem Glauben ablässt, aber er hat sich geweigert, woraufhin er jetzt auf schlimmste Art und Weise getötet wurde, nämlich فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مِفْرَقِ رَأْسِهِ حَتَّى وَقَعَ شَقَّهُ. Und dann wurde eine Säge genommen und er wurde in zwei Hälften geteilt, sodass beide Hälften auseinanderfielen. Eine der schlimmsten Formen des, also schlimme Qualen, möge Allah Ta'ala uns vor so etwas bewahren. Aber er ist standhaft geblieben in diesem Moment. Er ist standhaft geblieben in diesem Moment und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihn gefestigt. Und auf jeden Fall ging es jetzt noch weiter. Und zwar ebenfalls dieser Mann, er wurde aufgefordert, der blind gewesen war und dann wieder sehen konnte, dass er von seinem Glauben abfällt. Aber in diesem Moment, wo es dann um seinen Glauben ging, blieb er standhaft und er wurde ebenfalls genau auf dieselbe Art und Weise getötet, wie der andere, wie der Mönch getötet wurde. Und jetzt wollte der König den Jungen töten. Und er sagte zu ihm, irji an dinik, lass von deinem Glauben ab. Aber er weigerte sich. Woraufhin der König ihn jetzt mit einigen Leuten zu einem Berg schickte. Und jetzt kommt sozusagen nochmal diese Aufopferungsbereitschaft dieses Jungen,
auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie gingen mit ihm zu einem Berg und sie wollten ihn dann von dem Berg schmeißen, woraufhin sie dann sozusagen an die Spitze und den Gipfel des Berges gelangten und sie wollten ihn hinunterschmeißen, aber der Berg, er fing an zu beben, er blieb oben, alle anderen fielen hinunter und was machte er? Er kehrte zum König zurück. Ein Da'iya, ein richtiger Da'iya. Es ging ihm um etwas ganz Konkretes. Er wollte nämlich eine Botschaft übermitteln und war bereit gewesen, für diese Botschaft sein eigenes Leben zu opfern und ging wieder zur Höhle des Löwen zum König. Als er wieder ankam, wunderte sich der König und er forderte wieder auf, dass er getötet wird. Und er fragte ihn erstmal, wie bist du überhaupt wieder hierher gekommen? Wie konntest du gerettet werden? Und er meinte, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat mich gerettet und er reicht mir aus. Und sie haben ihn dann auf die See gebracht und sie wollten ihn ertränken und er ist nicht gestorben und ist wieder zurückgekehrt. Woraufhin dann am Ende der Junge zum König gesprochen hat, du wirst mich nur dann töten können, wenn du das tust, was ich zu dir sage. Und was ist es gewesen? Der Junge sagte zu ihm, du musst die Menschen an einem Ort versammeln. تَجْمَعُ النَّاسِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ. Und dann musst du mich sozusagen, dann musst du mich kreuzigen, ja, an einem Baumstamm. وَتَأْخُذُ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي. Und dann nimmst du einen Pfeil aus meiner Pfeiltasche und dann sagst du Bismillah Rabbil Ghulam im Namen Allahs, des Herrn, des Jungen. فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. Wenn du das tust, dann wirst du mich töten. Worum ging es ihm? Es ging um eine einzige Sache. Es ging ihm nur darum, dass er die Menschen erreichen kann mit seiner Botschaft. Er wollte Da'wah machen und er war bereit gewesen, für die Da'wah sein eigenes Leben zu opfern. Und der König hat genau dies getan und der Junge ist vor den Augen der Menschen gestorben. Und in diesem Moment haben all die Menschen, die anwesend gewesen sind, an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt. Aufgrund dieses Jungen, der bereit gewesen ist, hierfür sein eigenes Leben zu opfern. Wichtig ist jetzt, und jetzt kommen wir zu der Geschichte von den Ashab al-Ukhdud, was der König jetzt gemacht hat. Und zwar hat der König jetzt in seinem Zorn darüber, dass die Menschen den Glauben gewechselt haben und Christen geworden sind, hat er einen tiefen Graben ausheben lassen oder mehrere Gräben ausheben lassen. Und er hat die Menschen vor die Wahl gestellt. Entweder sie fallen von diesem Glauben ab oder er wird sie in diesen Graben hinunterwerfen, in dem sich das Feuer befindet, was er extra anzünden ließ. Und die Menschen sind standhaft geblieben und selbst die Frau, die ihr Kind auf dem Arm hatte, ist standhaft geblieben. Und genau das ist die Geschichte, die Allah subhanahu wa ta'ala hier in Surat al-Buruj berichtet hat. Es geht um die Standhaftigkeit und es geht darum, dass Allah Ta'ala an jeden von uns prüfen wird. Und dass diese Prüfung wie ein Feuer ist. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, Fatanu. Und Allah Ta'ala, er sagt in Surat al-Ankabut, Alif Lam Mim, Ahasib an-Nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Glauben etwa die Menschen, dass sie gelassen werden zu sagen, wir glauben, ohne durch Versuchung geprüft zu werden. وَلَقَدَ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Und wir haben schon jene geprüft mit Versuchungen, die vor ihnen waren. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Auf das Allah jene kennt, die wahrhaftig gewesen sind. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Und auf das Allah Ta'ala jene kennt, die gelogen haben. Allah Ta'ala, er wird jeden von uns prüfen. Jeden Einzelnen. Und es werden Prüfungen kommen. Es müssen nicht unbedingt solche Prüfungen sein, wie Unterdrückung. Es können andere Prüfungen sein, mit denen Allah Ta'ala dann prüfen wird, aus was für einem Metall wir bestehen. Bestehen wir aus Edelmetall oder bestehen wir aus unedlem Metall? Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ja die Menschen verglichen mit Metallen. Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, An-Nasu Ma'adin. An-Nasu Ma'adin, die Menschen sind wie Metall. Khayruhum fil Jahiliyyati, khayruhum fil Islam idha faqihu. Die Besten von ihnen in der Jahiliyya, also in der vorislamischen Zeit, sind auch die Besten im Islam, solange sie sich
nützliches Wissen aneignen und sie ein richtiges Islamverständnis haben. Und dementsprechend, aus welchem Metall bestehe ich? Bin ich wahrhaftig in meinem Glauben oder bin ich nicht wahrhaftig in meinem Glauben? Das wird sich im Laufe meines Lebens herausstellen, früher oder später. Seid euch dessen sicher, früher oder später, jeder einzelne von uns. Ob du ein Scheich bist, ob du ein, Professor bist an der Universität, ob du ein Bauer bist, egal wie, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich auf deinen Glauben prüfen. Seid dessen sicher. Und die Frage ist die, bestehe ich diese Prüfung und bleibe ich standhaft oder bestehe ich diese Prüfung nicht? Ich bitte nur Allah ta'ala, dass er uns niemals eine Prüfung aussetzt, die wir nicht bestehen können. Aber Allah ist alhamdulillah barmherzig. Und Allah ta'ala sagt im Koran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Allah erbürdet eine Seele nicht mehr auf, als sie tragen kann. Und dementsprechend sei dir sicher, die Prüfung, die kommen wird, die wirst du tragen können. Möge Allah ta'ala uns die Kraft dazu geben, dass wir diese Prüfungen ertragen. Und möge Allah uns niemals in solch eine Situation bringen, wo wir so hart geprüft werden, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Leute des Feuergrabens geprüft hat. Das ist die Geschichte von den Ashab al-Ukhdud gewesen.